damals eigentlich auch ein bisschen naiv, weil ich nun alles auch bis dahin schon als One-Woman-Show machte und mein Herz natürlich aber auch dann für Frauen aus Syrien und aus dem Libanon sofort sehr empfänglich war und dachte, ja, kommt alle her. Und mir dann natürlich mal ganz viel Arbeit aufgeschaufelt habe. Aber ich bin froh, dass ich das geschafft habe und da durchgehalten habe, weil inzwischen ist das eben, hat sich das so toll, so ein bisschen, ja, wie so eine Hilfe zur Selbsthilfe auch entwickelt, dass die türkischen Profis hier im Verein eben Frauen anlernen und ausbilden, die natürlich, wo das natürlich auch 3-4 Jahre dauert, bis die dann auf dieser in dieser Qualität, wie für Rita in Palma gehäkelt werden muss, eben auch produzieren können. Und das ist so, das ist aber so ein bisschen, und das ist alles so.